Die Lebensqualität in Deutschland scheint auf einem Allzeithoch. Wir konsumieren und frönen des Lebens und das oft zu sehr günstigen Preisen. Was im Alltag aber gerne mal unter den Tisch fällt, häufig genießen wir das Leben in Saus und Braus auf Kosten anderer. Beispiele gibt es viele. Feldarbeiter in Südamerika werden unzureichend bezahlt, weil die Lebensmitteldiscounter die Preise drücken. Minenarbeiter im Kongo holen unter widrigsten Bedingungen Kobalt aus der Erde, das wir für die Akkus unserer Smartphones benötigen. Und ab und zu macht dann vielleicht noch die Berichterstattung über ein Textilunternehmen die Runde, in dem Kinder für einen Hungerlohn unsere T-Shirts herstellen. Hat jeder schon mal gehört und immer wieder befeuert es die Debatte, inwieweit die Großkonzerne dafür verantwortlich sind. Immerhin finden diese Menschenrechtsverletzungen innerhalb ihrer Wertschöpfungskette statt. Derzeit stößt die Bundesregierung Maßnahmen an, die deutsche Unternehmen, die von solchen Verbrechen profitieren, endlich zur Verantwortung ziehen könnten. Zumindest scheinbar. Pakistan im Jahr 2012. Ein verheerender Brand in einer Textilfabrik kostet 259 Menschen das Leben. Weitere 57 werden verletzt. Dieses Unglück konnte offenbar nur passieren, weil in der Fabrik die Brandschutzvorkehrungen vernachlässigt wurden. Verantwortlich dafür der Kleidungshersteller Ali Enterprises. Und der Hauptabnehmer von Ali Enterprises war zu dieser Zeit der deutsche Textildiscounter Kick. Vier pakistanische Bürger zogen deshalb vor ein deutsches Gericht. Sie sagen, Kick ist als Hauptabnehmer für die Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen zuständig. Der Konzern soll Schmerzensgeld zahlen. Zwar hatte Kick der Region und den betroffenen Familien bereits insgesamt 6,15 Millionen Dollar gezahlt. Entscheidend ist aber eins. Die Menschen wehren sich gegen einen ausländischen Großkonzern, der seinen Zulieferer offensichtlich nicht genügend unter die Lupe genommen hat. Doch inwieweit kann ein deutsches Unternehmen für das Vorgehen seines Zulieferers verantwortlich gemacht werden? Momentan noch gar nicht, zumindest nach deutscher Rechtslage. Es liegt zwar an den Unternehmen, ihre Zulieferer auf Menschenrechtsverletzungen zu überprüfen, allerdings nur auf freiwilliger Basis und wenn mal etwas schief geht, dann schieben sie die Verantwortung gerne mal von sich. Getreu dem Motto, wir hatten ja keine Ahnung, dass Konzern XY die Mitarbeiter nicht gut genug bezahlt, dass Kinder an der Herstellung der Produkte beteiligt waren oder dass die Brandschutzvorkehrungen nicht eingehalten wurden. Dabei haben die Vereinten Nationen schon im Jahr 2011 einige Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte verabschiedet. Darin steht eindeutig geschrieben, dass nicht nur die Staaten, sondern auch die Unternehmen die Menschenrechte respektieren müssen. Das Problem? In Deutschland wurde bisher auf das Konzept der Selbstkontrolle gesetzt. Die Bundesregierung scheint dem nun einen Riegel vorzuschieben. 2016 startete ein Projekt namens Nationaler Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte, kurz NAP. Der Plan soll klare Anforderungen in Sachen Menschenrechte an deutsche Großunternehmen stellen. Das Besondere daran, dies gilt auch für die gesamten Liefer- und Wertschöpfungsketten. Laut eigenen Angaben will die Bundesregierung einen Beitrag für eine gute, weltweite Menschenrechtslage leisten und Deutschlands Unternehmen in Sachen Fairness und Nachhaltigkeit positionieren. Es gab sogar schon einen Gesetzesentwurf, der Unternehmen mit hohen Geldstrafen drohte oder sogar Freiheitsstrafen zur Folge hatte, sollten Großkonzerne im Ausland Menschenrechtsverletzungen begehen. Ergibt Sinn. Immerhin würde niemand sein Smartphone als fair produziert bezeichnen, wenn für die benötigten Komponenten Menschen im Kongo ausgebeutet werden. Oder sein T-Shirt, wenn die Textilfabrik wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen abfackelt. Na, aber Gott sei Dank hat die Bundesregierung ja dieses Gesetz entworfen. Tja, Pustekuchen! Statt das Gesetz nämlich einfach zu erlassen, wird auf Druck von Lobbyisten und Arbeitgeberverbänden erstmal die Lage sondiert. Heißt, die Regierung verschickt in diesem Monat Fragebögen an insgesamt 1800 deutsche Großunternehmen. Dadurch soll die aktuelle Situation in Deutschland skizziert werden. Die Teilnahme ist allerdings wieder einmal nicht bindend. Mit den erhobenen Daten soll herausgefunden werden, ob die Unternehmen Strukturen haben oder schaffen, um die Einhaltung der Menschenrechte theoretisch gewährleisten zu können. Wichtig sind vor allem folgende Punkte. Das Unternehmen muss die Auswirkungen seiner Aktivitäten auf die Menschenrechte ermitteln. Es muss Risiken identifizieren und, wenn nötig, Gegenmaßnahmen ergreifen. Darüber hinaus wird geprüft, ob das Unternehmen die Achtung der Menschenrechte öffentlich kommuniziert
und sich in einer Grundsatzerklärung zu ihnen bekennt. Und last but not least muss es einen Beschwerdemechanismus geben, der es Angestellten in der gesamten Wertschöpfungskette ermöglicht, auf Menschenrechtsverletzungen hinzuweisen. Inwiefern ein Unternehmen diese Sachen in der Praxis auch wirklich umsetzt, wird allerdings nicht überprüft. Die Eigenangaben werden lediglich mit einer Datenbank bereits öffentlich zugänglicher Informationen abgeglichen. Ob ein Unternehmen bestanden hat oder nicht, wird erst Ende 2020 entschieden. Es wird auf die Konzerne Rücksicht genommen, die diese Punkte noch nicht umgesetzt haben. Sie können mit einem fundierten, nachvollziehbaren Plan darlegen, wie Sie die Punkte bis 2020 umsetzen wollen. Fallen mehr als 50% der teilnehmenden Unternehmen durch, dann wird die Bundesregierung sogar aktiv. Zumindest laut Koalitionsvertrag. Denn dann wäre selbst für die Bundesregierung klar, dass die Selbstverpflichtung der Unternehmen nicht ausreicht, um die Wahrung der Menschenrechte im Ausland zu gewährleisten. Hier heißt es: Falls die wirksame und umfassende Überprüfung des NAP 2020 zu dem Ergebnis kommt, dass die freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen nicht ausreicht, werden wir national gesetzlich tätig und uns für eine EU-weite Regelung einsetzen. Scheinbar tut die Bundesregierung aber wirklich alles, damit genau dieser Fall nicht eintreten kann. Die Bewertung der Unternehmen wurde nämlich noch einmal angepasst. Nachträglich wurden die Kategorien Unternehmen mit Umsetzungsplan und, unser persönlicher Favorit, Unternehmen auf gutem Wege hinzugefügt. Laut dem Auswärtigen Amt soll aber spätestens mit der Nachvalidierung 2021 klar zwischen Erfüller und Nichterfüller unterschieden werden. Fassen wir den ganzen Zirkus nochmal zusammen. Der NAP bietet einen Leitfaden mit Kernelementen für Unternehmen, mit denen sie Menschenrechte wahren sollen. Ob die eingehalten werden, wird dadurch ermittelt, dass die Unternehmen in einer Umfrage Eigenangaben machen. Und zwar, ob es bei ihnen Mechanismen zur Einhaltung der Menschenrechte gibt und ob sie sich generell zu den Menschenrechten bekennen. Wirklich auf ihre Funktionalität überprüft werden diese allerdings nicht. Und welches Unternehmen ist denn bitte so blöd, da mitzumachen, wenn es die Menschenrechte mit Füßen tritt? Wenn nur die Vorzeigebeispiele der deutschen Großkonzerne mitmischen, ist die Erhebung praktisch wertlos. Bei näherem Hinsehen entpuppt sich die ganze Sache also nicht als ein großer Schritt in Richtung der Wahrung der Menschenrechte, sondern eher als Papiertiger. Zwar fassen die Kernelemente die Einhaltung von Menschenrechten gut zusammen, doch wie Außenminister Maas es formulierte: Jetzt kommt es darauf an, dass die befragten Unternehmen die Chance nutzen und zahlreich antworten. Die Unternehmen, die ein reines Gewissen vorweisen können, werden sicherlich ehrlich Auskunft geben. Aber die, die Profit auf Kosten der Menschenrechte machen, werden diese großzügige Chance mit Freuden verstreichen lassen.